check that out. Hallo YouTube und Lacek. Ja, heute mache ich einen Workshop zum Thema Kabel. Ich habe hier schon einen ganzen Haufen Kabel in der Hand und werde euch dann ein bisschen zu erklären, was gibt es alles für unterschiedliche Stecker, wofür sind die alle geeignet und was für Anschlussmöglichkeiten gibt es und natürlich auch zu welchem Anwendungsbereich man die unterschiedlichen Kabel benötigt. Dazu zeige ich euch im nächsten Clip dann die kleine Übersicht der ganzen Kabel. Ja, das ist die Übersicht der gängigsten Stecker, die es im PA und im Audiobereich gibt. Und ja, wir haben natürlich ziemlich viele unterschiedliche Stecker, die ziemlich viele unterschiedliche Anwendungsbereiche haben, wobei ich die euch natürlich auch noch schön erklären werde, welche Stecker jetzt für welchen Bereich sind, für welchen Anwendungsbereich. Und ja, ich werde euch das dann immer halt kurz erklären zu den einzelnen Steckern und dann daneben, neben dem Video, seht ihr da natürlich noch eingeblendet, was die noch für Spezifikationen haben, die einzelnen Kabel. Ja, das sind die Klinkenstecker. Das sind, denke ich mal, so die gängigsten Stecker, die ihr wahrscheinlich auch schon alle mal gesehen habt irgendwo. Und wir haben also ich habe hier zwei unterschiedliche hingelegt. Einmal auf der rechten Seite 6,3 Klinke mit Mono und einmal auf der linken Seite 6,3 Klinke Stereo. Das könnt ihr ganz einfach unterscheiden, wenn ihr hier diese schwarzen Balken da seht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade gut erkennen kann, aber ich denke mal schon. Die sind jetzt hier zum Beispiel bei der Stereo-Klinke anders als bei der Mono-Klinke. Bei der Stereo-Klinke ist es halt dann so gelöst, dass man quasi hier oben das als ein Ding hat, also das wäre dann der rechte und darunter der linke. Und hier unten drunter hätten wir dann den Ground, also die Erdung des Kabels. Und hier auf der rechten Seite haben wir halt nur Mono, sodass wir nur hier vorne was haben und dahinter halt direkt die Erdung. Die Kabel oder die Klinkenstecker werden meistens für zum Beispiel, wenn man jetzt Gitarre spielt, für Gitarrenverstärker verwendet, um halt die Gitarre mit dem Verstärker zu verbinden oder zum Beispiel auch um Effektgeräte auf Mischpult zu patchen. Da hat man halt quasi so normale Mono-Klinke, die halt dafür benutzt wird. Und ja, das sind die DMX-Kabel oder XLR-Kabel. Die sehen von der Bauform her beide wirklich 1:1 identisch aus, sind sie natürlich auch, wobei beim DMX-Kabel die Ohmzahl bei 110 Ohm ist und bei dem Mikrofonkabel ein bisschen niedriger, sodass die Schirmung da ein bisschen anders ist, wobei sie, wie gesagt, die sehen halt beide gleich aus von der Bauform. Und wir haben also einmal hier Male und einmal Female Anschlüsse. Also die sehen halt dann ein bisschen anders aus. Wenn ihr jetzt mal reinguckt, habt ihr hier auch jeweils drei Pinne. So, genau. Kann man das auch ganz gut sehen. Und da könnt ihr natürlich dann, das ist natürlich dann die Pinbelegung. Und die Mikrofon- oder XLR-Kabel braucht man halt für den Anwendungsbereich, für einen Sänger zum Beispiel. Oder wenn man natürlich die Verstärker mit der PA verbinden möchte. Oder halt beim DMX-Kabel die Lichter verbinden möchte. Und ja. Das ist ein sogenannter Speakon-Stecker. Dieser Speakon-Stecker dient dazu, um halt Lautsprecher anzuschließen. Und ich kann euch mal ein bisschen näher zeigen. Wenn wir jetzt ein bisschen näher an die Kamera gehen, kann man auch sehen, da ist dann ein Pin in der Mitte und dann dreht man den einfach so rein und dreht ihn dann so ein bisschen rum. Und dadurch arretiert er dann quasi in der Buchse. Das sind sogenannte Kinnstecker. Diese Kinnstecker sind halt dafür da, um halt zum Beispiel HiFi-Anlagen, also da werdet ihr euch ja sicher kennen, wenn ihr zu Hause eure HiFi-Anlage anschließt, braucht ihr auch diese Kinnstecker, um das quasi euren CD-Player zum Beispiel mit der HiFi-Anlage zu verbinden. Wobei natürlich auch ist natürlich auch im DJ-Bereich da auch ein bisschen die Sachen gibt und man die dafür auch benötigt. Hier einmal auf der linken Seite sieht man halt einmal so ganz normale 0815 Stecker und auf der rechten Seite sieht man auch ein bisschen hochwertigeren Stecker, wie gesagt, also man kann da auch für Kabel und Stecker kann man auch ein enormes Geld lassen, was natürlich auch der Qualität des Tonsignals natürlich dann auch zugute kommt.
Das hier ist ein 3,5 Klinkenstecker. Den braucht ihr zum Beispiel, um euren iPod an die Stereoanlage anzuschließen oder halt sonst wo. Wenn ihr zum Beispiel so ein Kabel habt, das ihr quasi auf der einen Seite Kinch habt und auf der anderen Seite halt 3,5 Klinke, könnt ihr zum Beispiel dann euren iPod an die HiFi-Anlage anschließen oder halt ans Mischpult. So, kommen wir nun zu einem etwas anderen Stecker, den ihr vielleicht nicht unbedingt kennen solltest. Der sieht so aus, ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera, so, könnt ihr sehen. Das ist ein 9-poliger MIDI-Stecker. Wenn ihr damals zum Beispiel euer MIDI-Keyboard an den PC angeschlossen habt, brauchtet ihr halt so einen Stecker. Wird heute eigentlich auch noch immer verwendet und deshalb wollte ich euch den auch noch mal eben kurz zeigen. Und zu guter Letzt natürlich noch der standardmäßige Kaltgerätestecker, den kennt ihr ja alle. Wenn ihr den zum Beispiel beim PC anschließt, habt ihr ja auch diese Kaltgerätestecker, die braucht man natürlich auch im PA-Bereich. Als kleinen Tipp noch für Leute, die halt quasi ein bisschen DJ machen und dann ihr Laptop an die PA anschließen. Da gibt es immer das übliche Problem, dass man immer so ein schönes Netzbrummen hat. Und dafür gibt es halt, da hatte der Fossi ja auch schon mal so ein kleines Video drüber gemacht, gibt es halt so ein Gerät, ich habe das mir auch gekauft, so einen kleinen Isolator, Ground Isolator nennt er sich. Und der ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer, ich glaube, der kostet irgendwie 30 oder 40 Euro. Damit behebt ihr quasi das Brummgeräusch, das Netzbrummen und habt somit dann auch einen einwandfreien Sound und könnt damit dann auch vernünftig Musik machen, sodass ihr auch bei leisen Liedern nicht immer dieses störende Brummen habt und somit natürlich das auch wunderbar funktioniert. Ja, das war mein kleiner Workshop zum Thema Kabel und Stecker. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne unten posten und ihr könnt natürlich auch gerne wieder den Like-Button drücken und mich auch natürlich auch gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wie immer am Ende, practice and enjoy. Check that out.